Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein. Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute wollen wir uns gemeinsam etwas kochen und zwar mit meinem Mini-Gaskocher-Set, denn es ist endlich fertig. Heute wollen wir es mal austesten. Ich zeige euch dazu die Bestandteile und dann werden wir auch gemeinsam schön kochen, weil es ist gerade Mittagszeit und das wollen wir heute nutzen. Darum geht es in diesem Video, mein Mini-Gaskocher-Set. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Okay, liebe Freunde, vor einer ganzen Weile habe ich angefangen, Bestandteile für mein Mini-Gaskocher-Set zu sammeln. Jetzt sind sie endlich alle vollständig und ich kann euch präsentieren, was ich mir so gedacht habe. Deswegen packen wir als erstes mal das Set aus. Außen ist es schön eingepackt, kennt ihr ja schon. Und dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommt außen der Topf selbst zum Vorschein. Habe ich damals mal ein Video gemacht, um euch vorzustellen, warum genau diese Topfgröße hier perfekt ist für mein Mini-Gaskocher-Set, verlinke ich euch nochmal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Das besteht aus Deckel und Topf. Können wir hier abnehmen und jetzt können wir hineinschauen. Als erstes habe ich hier ein Wischtuch dabei. Das ist, um es genau zu sein, ein multifunktionales Tuch. So ein Buff, den kann ich hier auch als Schal verwenden, kann den benutzen, um ihn als Mütze zu verwenden. Alle möglichen Optionen. Hier ist er auch dabei als Geschirrtuch. Als weiteres habe ich hier noch einen Löffel dabei. Irgendeinen Löffel braucht man immer. In dem Falle hier ist es eine klappbare Variante. Sehr, sehr praktisch. Und immer mit dabei, sodass ich halt direkt essen kann. Dann haben wir hier mein Ständerkreuz, um die Gasbuddel selber zu stabilisieren. Die bauen wir gleich unten drunter. Und wir haben meinen Titan-Windschutz. Habe ich euch auch im letzten Video vorgestellt, warum das Ding geil ist. Mittlerweile habe ich hier 3 Magneten dran. Hier außen ist einer, hier ist einer und hier. Oben sind Löcher, habt ihr euch schon gezeigt. Das Ganze besteht aus Titanfolie und habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ich verlinke es euch nochmal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Da haben wir das zusammengebaut und ich habe euch alle Schritte gezeigt, um diesen Titanwindschutz zu fertigen, wenn euch das interessiert. Und am Schluss, natürlich ganz wichtig, die Gasbuddel und obendrauf der Brenner. Den falten wir gleich mal auseinander. Den Brenner hatte ich auch erst ursprünglich gekauft, war damit dann nicht sehr zufrieden, habe ihn dann nochmal optimiert. Ich verlinke euch nochmal das Video zur Optimierung hier oben und unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr nochmal nachgucken. Und durch die Optimierung ist es jetzt wirklich ein perfektes Ding. Ist sehr, sehr klein, sehr, sehr leicht, hat kaum Gewicht. Finde ich wirklich perfekt für dieses Set. Und das gesamte Set überhaupt ist halt auch sehr leicht. Wir schauen später auch noch aufs Gewicht. Ja, würde ich ja sagen, bauen wir als erstes mal zusammen und dann fangen wir an zu kochen. Okay, den Schal lege ich mal zur Seite. Den brauchen wir heute nicht. Als erstes haben wir hier die Gasbuddel. Unten drunter das Topfständerkreuz. Falte ich mal auseinander. Und dann kann ich hier einfach die Gasbuddel draufsetzen. Schön ausklappen. Und dann habe ich ihn hier unten drunter befestigt. Das Ganze stelle ich mir schön hin. Und dann haben wir hier den Topf. Kann man hier die Henkel abklappen. Sehr, sehr praktisch. Und damit das Ganze dann nicht umfällt, mache ich in Richtung der Öffnung, setze ich mir hier die Henkel hin und den Titanwindschutz kann ich mir einfach drumherum setzen und das Ganze ist eine wunderbare Einheit. Ich möchte mir heute etwas Reis kochen. Das ist so Instant-Reis, der ist schon vorgekocht. Den muss man nur noch heiß machen. Brauchen wir ungefähr 2 Esslöffel gekochtes Wasser. Dazu habe ich hier die Buddel dabei. Kennt ihr vielleicht noch? Von meinen 8 Tarp-Shelter-Setups habe ich euch auch letztens gezeigt, das Video. Schaut da unbedingt nochmal rein, denn diese 8 Varianten auf der Flasche hier habe ich gebaut. Da ist mein Wasser drin. Und das bringen wir jetzt als erstes mal zum Kochen. Und danach kommen hier so ein paar Erbsen mit Möhren rein. Sehr lecker. Und ein bisschen Thunfisch fürs Eiweiß. Lecker!
Okay, dann bereiten wir uns jetzt als erstes mal das Wasser zu. Dafür öffne ich meine Gasbuddel und an ist der Teller. Obendrauf kommt der Topf und da rein machen wir unsere 2 Esslöffel Wasser. Ist jetzt ein bisschen mehr, ich denke, das ist in Ordnung. Da packen wir dann erstmal obendrauf den Deckel. Da kann das schön kochen. Und ich mache mir hier meinen Reis auf. So sieht er von innen aus. Gar nicht schlecht, der ist schon vorgewürzt. Sehr cool. Und da hinein packt man gleich das kochende Wasser. Und dazu ja, bringen wir es einfach hier zum Kochen. Das geht natürlich schnell bei so einer kleinen Menge. So, mein Wasser hier ist schon wunderbar heiß. Es geht natürlich ultra schnell bei so einer Mini-Menge. Kann ich erstmal ausmachen. Und dann packen wir jetzt das Ganze in meinen Reis hinein. Und ab hinein. Und dann kann man das Ganze ein bisschen manchen. Das riecht schon echt gut. Okay, und jetzt lasse ich es einfach ein bisschen ruhen und stelle es zur Seite. Okay, als nächsten Schritt brauche ich hier meinen Thunfisch. Wunderbar, am besten mit Öl, dann brennt auch nichts an. Und hinein in meinen Kochtopf. Mein Plan wird jetzt sein, dass ich das schon vermenge, auch mit den Erbsen und Möhren. Und dann werde ich das Ganze erstmal schon mal erwärmen. Und dann kommt nach ungefähr 3-4 Minuten einfach der Reis dazu. Den Löffel kann man hier ein bisschen feststellen. So, jetzt ist er fest. Und dann bewegt sich hier auch nichts mehr. Erbsen und Möhren dazu. Die Flüssigkeit hier brauche ich nicht. Kommt direkt weg. Und hinein in den Topf. Kann man schon mal ein bisschen vermengen. Thunfisch, Erbsen und Möhren. Und das Ganze kommt jetzt wieder auf meinen Brenner. Dazu wieder entzünden. Und oben drauf. Der Vorteil an den Magneten ist, dass ich wirklich das super verstellen kann. Es hält hier schön dicht, so wie es sein soll. Und der ganze Kochvorgang geht dann schön schnell. Dann packen wir jetzt mal oben den Deckel. Und dann kann es erst ein bisschen heiß werden. Okay, wie ihr sehen könnt, das kocht und brät ja schon verführerisch. Kann man ein bisschen rühren und das soll halt einfach schon ein bisschen erwärmen. Ein bisschen Bratenstoffe entstehen lassen. Sehr gut. Okay, und als nächstes kommt zu dieser Mischung mein Reis dazu. Ungefähr 3 Minuten später. Der ist jetzt schon schön weich. Ich fühle das schon. Löst sich auch schön aus der Packung. Und dann verrühren wir das Ganze. Und verschließen das, damit das Ganze schneller warm wird. Das wird richtig gut. Also ihr seht, durch den Windschutz hat das Ganze auch echt an Stabilität gewonnen. Das passt und das geht jetzt hier richtig gut ab. Also damit eine Mahlzeit heiß zu bekommen, ist absolut
spitzenmäßig und einfach fetzt. Okay, bei meinem Kochtopf höre ich jetzt langsam, dass es richtig fertig ist. Richtig klirrend heiß. Es dampft. Richtig geil. Jetzt ist es fertig. Und dann kann ich es einfach ausmachen. Heiß. Der Topf hier hat echt eine gute Stabilität mit diesen Griffen. Hat ja nebenbei auch noch eine Skala dran, um zu sehen, wie viel ich drin habe, wie viel Milliliter. 800 sind es angeblich. Ist auf jeden Fall gut. Eine große Dose passt super easy rein. Und wir haben halt ein wunderschönes, großes Essen. Das fetzt. Also wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes zu essen. Und ich sage jetzt guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Mmh. Oh, geil. Der Reis ist richtig perfekt gekocht. Der war noch so ein bisschen fertig zu kochen. Ging auf jeden Fall super mit dem Wasser. Es ist alles schön heiß. Der Thunfisch, geiler Geschmack. Man könnte noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer reinmachen. Aber auch so schon richtig gut. Und ihr kennt mich ja. Mein Thema ist auf jeden Fall auch Survival-Essen. Das heißt, so einfach wie möglich und so schnell wie möglich muss das Ganze passieren. Ich glaube, fast schneller geht es hier nicht, sich ein schönes Mittagessen zu bauen. Fetzt. Schneller wäre nur eine fertige Dose. Aber hier, das schmeckt richtig gut. Guten Appetit. Ja, liebe Freunde, also mein Mini-Kochset für den Gaskocher ist auch richtig gut gelungen. Genauso wie mein Mini-Kochset für den Spirituskocher. Gibt es auch auf meinem Kanal das Video dazu. Ist wirklich super, wenn man halt einfach so ein Set hat, wo alles dabei ist, dass man es direkt mitnehmen kann. Man muss nicht viel drüber nachdenken. Man hat alles zusammen und kann damit ein super Mittagsmahl irgendwo zaubern. Einfach das Ding einpacken, irgendwas zu essen dazu und los geht's. Perfekt. Ich bin echt super zufrieden damit. Und das Ganze war auch noch richtig super lecker. Ihr seht, es ist leer. Oh, phänomenal. Also selbst das Rezept kann ich super empfehlen. Spitzenmäßig. Gebt einen Daumen hoch. Ja, und nach dem Kochen mache ich erstmal eine grobe Reinigung. Hier mit ein bisschen Gras oder Moos. Geht immer super. Einfach ein bisschen ausspülen, ersetzt den Topfschwamm. Danach mache ich es noch ein bisschen extra sauber heute mit meinem Restwasser und mit dem wunderschönen Geschirrtuch. Ja, kommt drauf. Habe hier ein schönes nasses Tuch und damit wird es dann richtig sauber. Perfekt, bereit für den nächsten Einsatz. Kann ich natürlich zu Hause nochmal spülen, aber das ist eigentlich auch so schon ziemlich gut. Und bereit fürs nächste Mal. Den Deckel mache ich auch noch ein bisschen sauber. Den Löffel hier super wieder auseinanderbauen. Ein bisschen reinigen.
Und fertig ist der Lack. So einfach kann es gehen. Draußen kochen ist das Einfachste der Welt. So, liebe Freunde, dann widmen wir uns jetzt mal noch dem Gewicht. Es ist natürlich etwas schwierig. Ich habe ja hier eine Gaskartusche drin und je nachdem, wie voll oder leer die ist, ist es natürlich mehr oder weniger Gewicht. Ich habe hier vielleicht ein Viertel verbraucht. Können wir also noch ein bisschen mehr rechnen dann, wenn mir das Ganze ganz voll ist. Und oben noch der Deckel. Und dann schauen wir jetzt mal, wie viel es ohne Hülle ist und dann mit Hülle. Ohne Hülle kommen wir hier auf ganz genau 700 Gramm. Das ist echt lustig. Und schauen wir noch mit Hülle. Da sind wir bei 722 Gramm. Ich würde auch die Hülle mit dazu rechnen, weil ohne die fällt nun mal der Topf hier auseinander. Ohne die Hülle bleibt es nicht zusammen. Das ist also auch nicht leicht und ist natürlich abhängig von welcher Gaskartusche man mitnimmt. Ist es dann halt eben schwerer oder leichter. Aber ich glaube, das ist erstmal in Ordnung und für meine Zwecke ist das trotzdem okay. Und wenn ich dann fertig bin, ist es auch ganz schnell wieder zusammengebaut. Zuerst den Topf, dann nehmen wir hier schon mal den Ständer ab. Einfach wieder zusammenfalten. Den Kocher wieder zusammenfalten. So, Topfkreuz einfach oben drüber. Passt wirklich super. Dann packt man am besten hier den Windschutz drumherum. Dadurch, dass es magnetisch ist, geht es so am einfachsten. Einfach hinein. Und anschließend nur noch den Löffel mit oben drauf. Mein Geschirrtuch. Einfach ein bisschen drum rumtüdeln. Geht wirklich schnell. Und Deckel drauf. Und fertig. Zusammenklappen. Und dann einfach wieder ins Netz und fertig. Ja, liebe Freunde, soweit von mir und von meinem Mini-Kochset. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Wenn nicht, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, warum ich euch nicht überzeugen konnte. Ansonsten hoffe ich, euch hat es sehr gefallen. Denn mir hat es richtig gut gefallen. Gebt mir gerne ein Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich gerne. Bleibt gerne bei mir, denn wir gehen zusammen raus. Wir machen viele coole Sachen. Wir machen Bushcraft, wir testen Produkte. Wir gehen auch kochen. Wir machen auch mal einen Spaß zusammen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter und könnt das Draußensein genießen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Robert vom Rabenstein. Macht's gut!